Der ist ja so hübsch, dass er die Hände nicht fallen lassen kann. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Hey, Märchenprinz. Hey, Märchenprinz. Ich brauche eine Pause. Also, was soll's sein? Leute, helft mir! Verschwinde von hier. Ich bring dich um! Ich will ihn lebendig. Lebendig! Es kracht in Novigrad. Das war wieder eine neue Quest. Na, das ist doch klar, das ewige Feuer. Ich weiß, falsche Quest. Questen ist wichtig und richtig. Als Verkleidungskünstler verdienst du sicher mehr als durch den. Ja, ich chill gerade richtig rein, Chat. Bisschen chillen mit den Grillen. Ich muss schon wieder aufs Klo, es ist fürchterlich. Deine schiere Anwesenheit ist ein Hast du mal eine Krone? Ich hab zu tun. Alles in Ordnung? Du bist bleich wie der Tod. Ja? Oho. Ah. Bewaffnete Grobiane in der Stadt. Oh. Schon lange tot. Verdammt. Die Jäger sind mir zuvor gekommen. Schlüssel benötigt. Ich muss aufs Klo gehen, Chat. Es geht einfach nicht. Jetzt fühle ich mich besser. Verdammt, Johe. Wo ist denn jetzt die Quest, Mann? Digga, so viele Quests, Mann. Ah, hier. Find's krass, dass ich einfach random einen NPC, der, by the way, lustig in den Boden geglitscht ist, dass ich den da versuch zu retten und dann kriegt man direkt wieder eine Quest. Hey, Hübscher. Also das Game ist einfach so riesig. Wahnsinn.
Ja, um die Quest kümmern wir uns ein andermal, Chat. Wenn ich jetzt immer wieder andere Quests reinstreue, dann werden wir nie fertig. Und die Quest hier ist gerade wirklich interessant, finde ich. Vor allem Grimoires und das chemische Schrift. Das kann wahrscheinlich ich tun. Ich finde das echt verrückt. Das ist ja eine Quest, die wird erst irgendwann ausgelöst, ne? Wahrscheinlich erst, wenn man den Storystrang in Novigrad fertig hat. Scheint ja auch keine kleinere zu sein. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Hey, grauer Ritter, brauchst du einen Knappen? Was willst du? Nichts, ich hab alles verbrochen. Den Chatmeet, gute Laune. Ich habe ein Langschiff aus Gallagher im Hafen gesehen. God of War zocken wir morgen weiter. Oh, Green. Vielen Dank für die 10er Subbomb an die Community. Lass mal den Bomber steigen und das Subbomb regnen. Für Green. Mit der 10er Naschi-Bombe. Vielen Dank. Und willkommen an die 10.9. Bedankt euch bitte, wenn ihr einen bekommen habt. Sonst gibt's Stress. Danke, danke. Na, ist das Formaldehyd alle? Ich hab dich unterschätzt. Fast hättest du mich auf frischer Tat erwischt. Dann hast du meinen kleinen Trick mit Nathaniel durchschaut. Aber alles weißt du nicht. Sonst hättest du das Silberschwert gezogen. Wer? Was bist du? Ein Vampir. Ein höherer natürlich. War klar. War klar. Deshalb ist er auch jung geblieben. Ich hab's mir von Anfang an gedacht. Und ich wusste es nicht mehr, Chat. Ich wusste es nicht mehr, aber es ist das Logischste, ne? Ich dachte, darauf kämst du auch. Geil. Die Symbolik ist doch offensichtlich. Kohle für die, die blind für das Feuer sind. Das feuergeborene Ei des Salamanders ersetzt das kalte, ketzerische Herz. Feuer für die Kehle, die... Ja, die Symbolik ist klar. Aber warum tötet ein höherer Vampir im Namen des ewigen Feuers? Das ist doch ebenso offensichtlich. Ich teile die Diagnose der Kirche. Novigrad ist eine gefallene Stadt. Die Bewohner haben die grundlegendsten Konzepte von Moral und Anstand vergessen. Ich erinnere sie daran. Auf eine Art, die zuverlässig wahrgenommen wird. Es haben jetzt auch schon ein paar geschrieben, dass er in Witcher quasi Jack the Ripper darstellen soll, so ein bisschen, ne? Du bist ein krankes Arschloch. Ich hatte nicht erwartet, dass du das verstehst. Du bist ein Zyniker und Opportunist. Das war mir gleich klar. Ach, diese Konversation wird immer unerfreulicher für alle Beteiligten. Kommen wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Ich habe zuletzt vor 200 Jahren gegen einen Hexer gekämpft. Hoffentlich weiß ich noch, wie es geht. Und du? Hast du schon gegen einen von uns gekämpft? Nein, sicher nicht. Du hättest es nicht überlebt. Dieser schwarze Trank, den brauche ich. Hexerblut fügt Vampiren und Nekrophagen Schaden zu und stößt sie zurück, wenn sie den Hexer verwunden. Klingt gut. Und Hybridenöl, Odwinöl, verbessertes Bestienöl, Vampiröl. Upp. Thank you.
Wow! Kata! Kagan! Mutagen, meine Damen und Herren, für den Crit-Rank! Ich bin's, Tim! Endlich! Das Spiel hat sich echt lange Zeit gelassen. Geile Quest. Ich wusste es wirklich nicht mehr. Das war eigentlich das mit das Beste an der Quest. Dass ich nicht mehr wusste, wer. Also, ein bisschen konnte man sich's denken, wegen, weil er halt so jung war, ne? Aber ich wusste es einfach nicht mehr. Hattet ihr das Gefühl, dass er zurückgestoßen wurde, als er mich verletzt hat? Habe ich irgendwie nichts gefühlt. Erstmal. Geile Nebenquest. Wahnsinn. Richtig geile Nebenquest. Was ist verschlossen? Achso. Aber versuchen höhere Vampire nicht eigentlich auch, naja, unterm Radar zu bleiben? Weil wenn die keine Scheiße bauen, sind die ja quasi unsterblich. Ne? Für Platin ist es egal, ob du dich für Yen oder Triss entscheidest oder für keine von beiden. Außer, wenn du eine verschmähst, dass sie dann nicht als Verbündete bleibt. Aber ich glaube, die bleiben als Verbündete. Da ist er, Chat. Oh mein Gott, wie geil. Katagan, absolut. Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Das ist der perfekte Absolut für unser Bild. Und 400 EP, ne? Richtige leckere EP-Bombe auch. Schmeckt. Genau, Skillslot ab 22 wieder. Hm. Deshalb. Wir werden jetzt hiernach ein paar Hexeaufträge pumpen. Die geben auch immer ganz gut EP. Und dann machen wir die Soltan-Quest. Neigen uns im Gebet. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich meine Skillung zeigen, ja. So sieht die aktuell aus. Ne, aus dem roten Baum. Alles, was so mit Adrenalin zu tun hat. Dann Kriegstross wird im Crit-Schaden umgewandelt. Techniker der Katzenschule, dass wir durch leichte Rüstung mehr Crit-Schaden bekommen. Und halt, ganz wichtig, erworbene Toleranz, damit wir unsere Vergiftungsstufe erhöhen. Und sobald wir noch mehr rote Mutagene haben, dann wird das hier richtig krachen. Ne? Das hier ist noch ein mittleres Mutagen und das hier auch. Die können wir beide noch erhöhen. Dann habe ich, glaube ich, 40%. Ja, 40% und hier 20%. Das holt dann auch nochmal saftiger Nahkampfschaden raus. Und durch den neuen Absolut, den wir jetzt endlich craften können, haben wir noch mehr Crit-Chance. Das ist richtig. Wenn ich groß bin, will ich auch Mutant werden. Na klar. Hallo? Gib Alkohol. Immer den Alkohol kaufen. Ah, das Menü buggt. Ich kann den Namen nicht lesen von dem Item. Perfekt. So, verkaufen wir ihr wieder ein bisschen Schrott.
Gott sei Dank hat das alles kein Gewicht, ey. Ich weiß ja, was 15 gibt, Heilung. Den Rest kann ich alles verkaufen. Das war, glaube ich, ein bisschen mehr wert. 100 Wasserflaschen. Weg die Scheiße. Rot, jalla. Das Bild behalten wir mal für Rittersporn. Wiedersehen. Haben wir gegen sie schon Karten gespielt? Hallo. Ja. Wiedersehen. Mein Geralt hat nur 4K. Wie viel habe ich denn jetzt? 21! Huch! Und wir haben noch nicht mal alle Fragezeichen gelootet. Was? Hilfe! Rette mich! Ich sterbe an Armut. Sehr geile Questline. Wie geht es besser? Stimmt's? Ich hoffe, war okay, dass ich gerade ein bisschen gechillt habe, nicht so viel geredet habe. Chat, einfach die Story genossen. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brokilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Wunderschöne Quest. Kann man eigentlich die in Karten spielen? Oh. Nicht, oder? Ich kann zahlen, was er verlangt. Ich fühle mich besser. Scheiße, falsch abgebogen. Hier? Hä? Ist jetzt abgeschlossen? Oder sind die da nicht mehr? Sieh an, ein Hexer. Was, hier? Oder eine Etage drunter? Sehr verwirrend manchmal die Häuser. Aha. Ja, Rittersporn ist schon weggespawnt. Moin. Tut mir leid, Geralt. Mein Hals ist immer noch... Schon gut. Werd bald gesund. So, jetzt habe ich Lust, Chat, dass wir ein paar Hexeraufträge pumpen. Mimo. Ich muss diese Angst lassen. Brauch. Anderling, nicht wahr? Geld brauche ich nicht mehr, aber Erfahrung. Was ist nochmal mit Foltest passiert? Nicht drängeln! Du kannst den Dunkeln sehen und bist zäh. Leute in Wiese machen. Aderschnüffler, wenn du nicht zu groß. Wir können neue Aufträge von Brettern einsammeln. Ich glaube, ich habe alle Bretter schon abgegrast. Ja, alle goldenen. Hier haben wir noch ein Fragezeichen, aber ich glaube, das war verbuggt. Hier konnten wir nicht hin. Da zur Insel müssen wir noch. Hier zu der Insel müssen wir auch noch. Neues Schwert, stimmt. Zeig mal her, den Aal. Oh,
keinen Crit. Aber das andere hat auch keinen Crit. Da ist wahrscheinlich das Rechte besser, ne? Wegen der Rüstungsdurchbohrung. Das ist 1466 Kronen wert. Das linke Schwert. Beziehungsweise in unserem Inventar wird uns ja immer der... Was? In unserem Inventar wird uns immer der Preis angezeigt, den wir bezahlen würden. Die Händler geben uns immer nur die Hälfte, beziehungsweise die in Novengrad halt ein bisschen mehr, ne? Erst paar Fragezeichen. Hier links alles voll noch. Ach du Heilige. Hier noch ein guter Schwung. Und hier ein großer Schwung. Man sieht halt genau, wie wir uns so immer so durch die Fragezeichenmasse durchgearbeitet haben. Hier ist echt alles erledigt. Dann hier und hier. Gar nicht. Hier nicht. Und da nicht. Dann immer so hier ein bisschen, da ein bisschen. Ja. Monster haben doch keine Rüstung. Naja, doch. Sowas wie die Golems und so, ne? Die neue Miniserie von Witcher, die wurde mir auch angezeigt. Lohnt die sich? Sei gegrüßt. Taugt nicht was? Leb wohl. Das ist also das Spukhaus. 50-50? Was ist das denn? Müll, sage ich. Muss ich mal reinluschern. Spielt 1000 Jahre vor Witcher. Oh. Das ganze Gebäude wackelt, aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Überlegendes Obruide. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Oh, das hat mich gerade so glücklich gemacht, einfach in einer random Nebenquest, was heißt, das war ja schon echt eine umfangreichere und geile Nebenquest, aber einfach Katagan-Mutagen bekommen. So genial. Über sowas freue ich mich immer. Salz, vermutlich um Geister zu vertreiben. Alberner Aberglaube. Ja, Lapenio, freut mich, dass du Spaß hast beim Zuschauen und auch beim Let's Play schauen. Grüße. Erstmal den Lagerraum plündern. Hier war lange keiner mehr. Sieht wie ein Tagebuch aus. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Ein Genius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein und irgendwie den Durchgang öffnen. Was? Oh. Die Meteriumbombe und Konstruktöl. Da haben wir Gott sei Dank das Gute schon. Wie gesagt, das habe ich auch im letzten Stream schon gesagt, was ich mir mega gewünscht hätte, Chat, wenn man hier im Bistarium das Monster abcheckt, gegen das man gleich spielt, dass man dann hier drücken könnte, ja, Bombe ausrüsten, Öl. Öl auf die Klinge. Das wäre sehr geil, wenn sie das gemacht hätten. Im Remastered, ne? Das wäre so auch so ein Quality
Quality-Patch gewesen. So wie mit Sprinten auf dem linken Stick. Oder halt direkt craften, wenn man noch nicht hat. Genau. Wir nutzen den Aal. Da hat was geklappt. Gibt einen Mod am PC? Na, bin leider nicht am PC, Bruder. Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Ich war sicher, dass sie über mir zusammenbrechen würde. Zeig mir, was du zu bieten hast. Kapuze heißt die Waffe. Was ist denn das Schönes? Ah! Oh, aber die Stats! Oh, das ist doch besser, oder? 69% kritischer Trefferbonus. Suske in den Chat. Das ist definitiv besser. Auch wenn die 20 Flat Damage weniger hat. Definitiv besser. Geil! Geil! Oh, wie die Waffe aussieht! Chat, seht ihr? Yo! I'm in love with the Witcher! Und schaut mal oben links, wie lang der Katagan-Mutagen dran geht. Die Absurde sind so turbo-broken. Turbo-broken! Muss trotzdem rasten. Den Schrecken erstmal ein Grillhähnchen. So. Wo müssen wir denn hin? Gott sei Dank kann man sich immer hin und her porten. Imagine auf PS4 damals eine Minute, manchmal sogar eineinhalb Minuten Ladezeit, Chat. Meine Güte, was da war es teilweise schneller zu laufen. Warum erst morgen? Du heute schon das war so Zimmerbuchner. Willkommen. Zeig mal. Oh, das Menü, wenn ich den Händler öffne. Ich bin gespannt, wann es abstürzt das erste Mal. So, leider müssen wir das jetzt verkaufen, wenn es wunderschön ist.
Tausender ist das wert. Junge, Junge. Das verkaufe ich nicht. Das skaliert ja mit. Steine! Würdest... Bist... Tipp für Neueinsteiger, ja. Beschäftige dich mit Alchemie. Ein Kumpel mit Verstand wird sofort sehen, dass ich schon die neuen Schandmädel gesehen habe. Nein. Mit Alchemie, mit dem Kampfsystem ist ja nicht so kompliziert, ne? Gibt Ausweichen. Parieren. Nein, das ist doch klar, das ewige Feuer. Weg. Hechten. Wegrollen. Ach, der war der Auftraggeber. Ja. Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Und hab Spaß Kleine beim Spiel. Renovierung und es müsste bewohnbar Lass sein. Lass dich von der Welt einsaugen. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah. Noch ein Hexerauftrag, wenn ihr wollt. Klar. Bitte. Und leb wohl. Und ja, guter Call gerade, ne? Eigentlich sollte ich die Schwerter... Trophy. Eigentlich sollte ich die Schwerter immer beim Schwertmeister verkaufen und die Rüstungen beim Rüstung. Um den letzten Eugen raus. Um den letzten Eugen rauszukitzeln. 335. Wir waren auch wieder unterlevelt, ne, Chat? Wir spielen auf Todesmarsch und spielen hier die Aufträge unterlevelt und es ist trotzdem machbar. Weil wir strong sind. Strong. Oh, beste, wenn der Auftrag direkt neben einem. Direkt neben einem Schild ist. Ich würde so gerne quenten. Willkommen, Was hat? Oh, der hat einfach noch eine Karte. Der hat einfach noch einen Verbrenn auf Tasche für einen Fuffi. Ja, moin. Einfach ein zweites Verbrenn. Mach ich das ins Deck? Weiß gar nicht. Weiß ich, Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Warum hat denn der noch eine Karte zu verkaufen? Frage ist, lohnt sich zweimal verbrennen? Eigentlich ist ein Verbrennen ist eigentlich ausreichend, würde ich behaupten. Event-App geladen, bin süchtig jetzt. Das macht auch richtig Spaß. Ich habe das Standalone-Gwent-Game auf einem Zweit-Account getestet, weil ihr wisst ja, ich bin so ein Platin-Jäger und ich wusste nicht, ob es mir liegt und ich es dann auf Platin spielen will oder werde. Deshalb erstmal mit einem Zweit-Account angetestet. Dann habe ich es direkt 3 Stunden am Stück mit einem Zweit-Account gespielt und bin nicht drauf klargekommen, wie Spaß es gemacht hat. Dann direkt auf dem Hauptaccount geladen und dann, keine Ahnung, 18 Stunden oder so am Stück gespielt. Das ist ja kostenlos, man kann Geld ausgeben für Karten oder halt, um schneller an Karten zu kommen, wenn man möchte. Aber man bekommt wirklich auch viel Stuff, wenn man einfach nur zockt. Das ist wirklich sehr korrekt gemacht in dem Spiel. Also in dem Standalone-Gwent-Game. Ich hätte eine 10er-Karte nicht sparen können. Hat mir wirklich eine Menge Laune gemacht. Und das auf Platin-Spielen dauert auch eine Weile. Das hat richtig lang gedauert. Ist das Gwent dann 1:1 wie in Witcher 3? Nein, viel komplexer. Viel mehr Karten. Und es gibt nur 2 Lanes. Es
gibt nur Nahkampf und Fernkampf. So, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich auch mit Free-to-Play sehr weit gekommen bin. Ich habe am Anfang sehr viel gewonnen. Es gibt immer noch neue Beginner in dem Spiel. Hat mir auf jeden Fall mega Laune gemacht. Wie viele Spielstunden habe ich jetzt in dem Run-Up? Kann ich gleich mal gucken im Menü. Also ich bleib dabei. Nilfgaard, ultra strong, weil so starke Standardeinheiten und mit den Wiederbelebern kann man sie immer wieder aus dem Deck ziehen. Ich glaube, wenn wir die Spionkarten noch auftreiben für Nilfgaard, ne, den Katapultspion. Lambert heißt er ja, glaube ich, oder? Ne, Lambert war der Hexer. Ihr wisst, wen ich meine. Den wir aus dieser Trollhöhle gerettet haben. Taylor, genau. Wenn wir den noch auftreiben und den... Willkommen, Meister Hexer. Den Heldspion. Dann ist wahrscheinlich nördliche Königreiche das stärkere Deck. Ich habe die Nachricht gelesen. Der Auftrag interessiert mich. Das ist gut. Großartig. Ich heiße Brian Hodge. Ich habe den Zettel aufgehängt. Ich brauche Informationen. Ja, natürlich. Durch einige bedauerliche Ereignisse bin ich in den Besitz eines Waldes gekommen, der gerodet werden sollte. Bei Novigrad, weit weg von den Straßen, nahe am Hafen. Leicht verdientes Gold. Ich musste nur Holzfäller anheuern und Münzen zählen. Mich interessiert das Monster, nicht dein Geschäft. Das hängt alles zusammen. Pass auf. Ich heuerte Zwergenholzfäller an, aber sie sagten, im Wald würde es spuken. Ich hielt sie nur für faul. Dann eines Tages sind sie in den Wald gegangen und nur einer ist wieder rausgekommen. Er sagte, eine Art Waldteufel hätte sie angegriffen. Ja, Terrorkeks, das geht ja auch nur bei Nilfgaard. Einer von euch hat gerade gefragt, muss man alle Fragezeichen für Platin machen? Nein, aber du musst auf einer Map außer Weißgarten, also dem Standardgebiet, musst du alle Monsternester clearen. Das bedeutet, wenn du dir keinen Guide holst, wo du genau siehst, wo die Monsternester sind, musst du die ganzen Fragezeichen pumpen, bis du alle Monsternester gefunden hast, ne? Reden wir über meinen Lohn. Das Angebot ist nicht hoch genug. 310. Na schön. Sagen wir, das ist ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin. Ich kümmere mich drum. Ich übernehme den Auftrag. Wo finde ich diesen Holzfäller? Hier irgendwo. Zuletzt hat er seinen Lohn versoffen. Zu Ehren seiner toten Kameraden. Ah ja. Willkommen, Reisender. Trink mit mir, du Schwanzlutscher. Gib dir was hinter die Binde, damit meine Freunde in Frieden ruhen. Sie wurden fertig gemacht, aber ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung, wen oder was ich verfluchen soll. Ich habe mit Brian Hodge gesprochen. Er hat mir vom Tod deiner Kameraden erzählt. Das Arschloch. Wir haben ihm gesagt, dass sich was Schreckliches im Wald rumtreibt. Aber er wollte nicht hören. Er hat mich angeheuert. Er will, dass ich die Bestie finde, die dich und deine Freunde angeht. Die Zwerge sind einfach geil. Nun, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Guter Mann, Brian. Aber ein Halbling. Erzähl mir von dem anderen. Dem sein Gesicht kennt man aber schon, ne? Auch schon öfters mal gesehen. Wir waren auf dem Weg aus dem Wald, mit Holz beladen wie Packpferde. Plötzlich hörten wir ein Heulen wie von einem Wolf, einem Rudelführer. Wir sind gerannt, aber das Wagenrad ist stecken geblieben. Magnus Richter rief, ich solle die Armbrüste aus der Hütte holen. Also bin ich los. Als ich zum Wald zurückkam, alle massakriert.
Ich habe meine Freunde nicht wiedererkannt. Danke, das war wirklich hilfreich. Töte das Scheißding, ja? Das haben wir vor. Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer. Oh, da hinten. Hey, Lone Star, danke für die 5er Zapfung an die Community. Chat, nimm hier eine Bombe. Danke für die 5. Los, lauf! Warte, bist du nicht der, der uns geholfen? Dankeschön. Ich hoffe, die, die einen ergaunert haben, bedanken sich bei dir. Wieso haben Hexer so einen schlechten Ruf? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eigentlich unlogisch. Weil sie ja den Menschen helfen. Aber sie sind halt Mutanten, ne? Und die Bauerntöpel. Die Holzfällerhütte. Die glauben und hören halt, was sie wollen. Wo sie gestorben sind. Tiefe Rillen. Hier muss der Holzfällerwagen gehalten haben. Dann sind sie diese Straße runter. Vermutlich auf ihre Lichtung zu. Heult. Schrecklicher Bastard. Zerlegt. Ist der Wagen. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Zwei Zwerge und was Großes. Ein Zwerg ist hier entlang. Ah ja, die Spielzeit in-game wollten wir ja wissen. Oh, oh, 50 Stunden schon. Das kommt mir gar nicht so vor, Chat. 50 Stunden, 5 Minuten. Krass, Digga. Und vom Hauptspiel vielleicht 50%. Pi mal Daumen. Vielleicht weniger. Eher weniger. Wie alles knacks und knarrt. Tiefe Wunde am Rücken. Ist verblutet. Ja, gut möglich, dass wir so auf 150, 200 Spielstunden kommen mit beiden DSCs auf 100% machen, ne? Er wurde von Wurzeln zu Boden gedrückt, bis er erstickt ist. Ja, wer schreibt da Müllgame? Mods, eine Woche! Meinungsfreiheit hat Grenzen. Ich liebe dieses Mod-Emote, ich schwöre, ne? Das ist so geil. Das dürft ihr auch nie ändern. Das muss für immer das bleiben. Imagine, manche Streamer haben diesen Affen da, der so auf den Boden prügelt. So langweilig, Digga. Das Mod-Ding ist so geil. Hat den Felsen zerkratzt. Muss wütend gewesen sein. Das ist doch... stark. Alles deutet auf einen Waldschrat hin. Ach, Waldschrat. Einen Jungen. Er ist noch nicht lange hier. Ich muss seinen Totem finden. Krähen, ich hätte jetzt gedacht... Waldschraten. In der Nähe des Totems müssten welche sein. Ich hätte jetzt gedacht, voll wegen den Clownspuren... Ein Berserker, also ein Grizzly. Das sind nicht die Vögel eines Waldschrats. Falsche Spur. Hey, Justin. Justin. Danke für die 10 verschenkten Subs an die Community. Chat, lass mal ein paar Bomber streiken und umregnen. Ich verliere den Verstand. Danke für die 10er Nachschiebombe an die Community. Danke, danke. Sieh an, ein Waldschrat-Totem. Um es zu zerstören, muss ich ihn reizen und dazu bringen, den Bau zu verlassen. So geil, Waldschrate, ne? Die haben was Magisches.
Da ist er. Oh Gott, die sind so gruselig. Waldschraten vergehen. Schwarzes Einhorn. Das war auch mal ein geiler Name für eine Waffe. Wie gesagt, Chat hier, ne? Wir haben hier, machen hier Monsteraufträge auf der höchsten Schwierigkeit. 5 Level down. Ah, 4 Level. Direkt die Waffe angucken, sonst meckert der Chat wieder. Das ist ja wohl eine Frechheit, die Waffe. Eine Frechheit für den geilen Namen. Los, lauf! Im Bereich der Startups invest, lieber Chat, sagt man, ich hoffe, dass mein Startup Unicorn wird. Das bedeutet, dass die Firma, in die du investiert hast... Ah, plötzlich hängt wieder in der Luft mit dem Arsch. Danke dir, Bruder. Ihr scheiß Nuttenwölfe im Level 5, Mann. Was wollt ihr eigentlich immer, hä? Was habt ihr jetzt davon? Stimmt, die war 1200er wert. 1200 wert. Das ist ja, wie gesagt, immer der Preis, den man selber bezahlen würde im Laden. Deshalb auf Plätze reiten ist manchmal wirklich bisschen Antifan machen. Wir haben einen Sack Pilze für dich, für deine Hilfe. Ja, die Namen werden manchmal doppelt verwendet, ne? Mehr, mehrfach. Man kann die Schwerter mit verschiedenen Sets finden immer wieder. Ja, für so einen geilen Kampf, so ein Schwert, das ist eigentlich schon echt ein bisschen schade. Was ist mit der Kuh los?
Habt ihr gesehen, die war gerade in der Luft am Chillen mit den Grillen. So, was wollte ich sagen? Genau. Bei Startup Invest hofft man, beziehungsweise sagt man, ich hoffe, dass meine Firma Unicorn geht. Das bedeutet dann eine Milliardenwertung. Dass die Firma mit einer Milliarde oder mehr verkauft wird. Ja, und wenn die dann ein 0,5% von der Firma gehört oder 1%, könnt ihr euch ausrechnen. Oder selbst 0,1%. Geil, oder? Feier ich den Namen dafür. Oh. Ja, mit der Kohle. Willkommen, Meister Hexer. Ich habe den Waldschrat getötet, der die Holzfäller angegriffen hat. Das ist wunderbar. Großartig. Ich muss mich nach neuen Holzfällern umsehen. Aber es gibt genügend Leute, die Arbeit suchen. Aber kann ich sicher sein, dass nicht noch ein Waldschrat auftaucht? Das kann immer sein, würde ich sagen. Dann brauchst du einen Hexer. Ah, ja, ja. Du hast ja eine Belohnung verdient. Ich gehöre nicht zu denen, die gute Arbeit nicht bezahlen. Leb wohl. Komm, gönn EP. Das war ein geiler Auftrag. Ah! Unerträglich! Naja, wenigstens die Waffe ein bisschen was wert. So. Die anderen beiden sind Läuferstufe 33, 35. Den machen wir noch. Sprich mit dem redanischen Offizier. Ich muss schon wieder aufs Klo. Warum? Ich hab doch gar nicht so viel getrunken. Da stimmt irgendwas nicht. Ich hab mir die Blase zerschossen. Mit zu viel Wasser trinken und immer auf Toilette gehen. Sobald die ein bisschen voll ist, macht die immer direkt Faxen. Wieder dieses Ziehen im Rücken. Ach, das ist hier. Von dem Schiff. Moin. Ich bin wegen des Auftrags hier. Auftrag? Ach ja, ich habe mein Zeichen unter irgendetwas dergleichen gesetzt. Offenbar greift irgendeine Kreatur einsame Passanten an und wirft ihre Leichen dann in die Gräben um Ochsenfurt. Solltest du dich darum nicht kümmern? Mag sein, aber wir müssen einen verflixten Krieg gewinnen. Ich habe keine Zeit, die Gräben zu reinigen. Die Belohnung ist zu niedrig. Reden wir über die Belohnung. Wehre dich und du sollst nicht enttäuscht werden. Die redanische Armee ist kein Haufen von Hungerleidern. Wir können uns Hexerdienste leisten. Wenn er so große Töne spuckt, gib mal 350. Na schön, das kann ich reinen Gewissens lecker zahlen. Ich übernehme den Auftrag. Ich brauche Details. Du wirst alles erfahren, was ich weiß. Ich will die Leichen der Opfer untersuchen. Eine Leiche ist eine Leiche. Wenn ich die Wunden sehe, kann ich vielleicht beurteilen, mit welcher Art Monster wir es zu tun haben. Frag unseren Knochensäger. Der weiß, ob die Leichen schon verbrannt wurden. Du findest ihn wahrscheinlich in der Hütte am Fluss. Unsere provisorische Leichenhalle. Die Runen kannst du wieder aus den Items rausholen, ja. Gibt es Zeugen dieser Angriffe? Hat irgendwer das Monster gesehen? Aber dann gesehen? Ist, glaube ich, das Bei Item kaputt. Bei einem Angriff gab es eine Überlebende. Die war aber angeblich seitdem nicht mehr nüchtern. Wenn du trotzdem mit ihr reden willst, Boxmeister noch nicht. Nee, den Auftrag müssen wir noch machen. Guter Call. Du wirst doch keine Schwierigkeiten wegen der Belohnung machen, oder? Nein, ich will das nur erledigt wissen. Erinnert mich nach dem Auftrag daran, Chat, dass wir den Boxauftrag nochmal versuchen. Den sollte ich jetzt eigentlich auch schaffen. Und dann machen wir ein paar Fragezeichen, dann machen wir die Sultan-Quest. Auf die Sultan-Quest habe ich nämlich mega Bock, weil da gibt es Sven-Karten! Gwent! Gwent! Ich bin so süchtig nach Gwent. Spendierst du einem Monsteropfer was zu trinken? Gwenti, Menti, Schmenti. Erzählst du mir von drei dem sogar. Monster und der drei Gwent-Karten. Ich glaube, die sind da wahrscheinlich noch eine Flasche, um das durchzustehen. Nicht schlecht.
Das schaffst du. Ich glaube, du sagst mir alles. Wann kommt endlich mal die Trophy? Mit oder ohne Flasche? Wie oft haben wir das schon eingesetzt, Chat? Schon öfters als 10 Mal, oder? Wie oft muss man das denn einsetzen für die Trophy? Ich bin aus der Taverne nach Hause. Hatte ein Gläschen getrunken oder 5, aber ich bin sicher, dass ich nicht halluziniert habe. 20 Mal. Etwas in einer Gasse. Ach so, okay, mein das erklärt. So oft haben wir es noch nicht. War dunkel. Ich habe nicht sehen können, was es war, aber ein Mensch war es nicht. Das weiß ich. Woher weißt du das? Das Ding hat sich meinen Rocksaum gegriffen, aber ich habe mich losgerissen und bin gerannt. Das ist alles? Dann hast du aber nicht viel gesehen. Du glaubst mir auch nicht. Wie? Du kannst mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Ich kann das dir zeigen. Im blauen Baum brauchst du das hier. Täuschung. Auf Stufe 3. Und das musst du halt dann auch aktiv ausgerüstet haben. Dann kannst du in Gesprächen immer das so manipulieren, wenn es zur Verfügung steht. Dann hast du es halt auf der höchsten Stufe. Aber musst es halt auch immer ausgerüstet haben, damit es aktiv ist, ne? Sind wir uns nicht schon ziemlich abgetragen. Silber unter der Vergoldung. Zu groß für eine Frauenhand. Wahrscheinlich hat das der Angreifer verloren. Der Ritter aus dem. Ja, die Trophy gibt's auch noch, THX, da hast du recht. Dass man Gegner manipuliert, die sich selber umbringen. Nur leider geht das auf Todesmarsch nicht. Weil die sind dann immer One-Hit tot. Die schaffen es gar nicht, jemanden zu erledigen. Aber es gibt auch eine Trophäe, wenn man das Axi-Zeichen in Dialogen anwendet. Eine gewisse Anzahl. Und die Trophy müsste eigentlich demnächst mal kommen, weil wir haben das schon sehr oft jetzt mittlerweile angewendet. Weitaus über 10 Mal. Bist du der Arzt? Ich möchte die Opfer des Monsters sehen. Oh ja, die habe ich noch nicht verbrannt. Muss mich drum kümmern. Hast du Autopsien gemacht? Oder planst du das? Warum sollte ich? Bettler und Rumtreiber stinken allesamt nach billigem Wein. Kann ich sie mir mal ansehen? Eigentlich wäre es mir lieber, wenn du hier nicht rumschnüffeln würdest. Muss ich mit einem schriftlichen Befehl wiederkommen? Oh, Schreck, bist du penetrant. Ja, das hier, würde gehen, Vemor. Der Schlüssel zur Leichenhalle. Guck, so viel du willst. Hä, gibt es die Trophy nicht, Chat? Habe ich das falsch in Erinnerung? Oder gibt es die Trophy im Remastered nicht mehr? Bei einem gewöhnlichen Menschen würde man eine Diagnose. Er war betrunken. Jemand hat ihn über das Pflaster geschleift. Bissspuren am Hals. Ein Vampir hat ihn ausgesaugt. Oh, nochmal Vampir? Vampirbisse und starker Alkoholgeruch. Genau wie der andere. Die Vorliebe für Schmuck, die Spuren an den Leichen, alles deutet auf einen Katakan hin. Und dieses Exemplar hat eine Vorliebe für Säuferblut. So lässt es sich anlocken. Noch ein Katagan. René, Rot mit Rot, Geld mit Geld, weiß mit Weiß. So entspannt. Seine Majestät, König Radovid, ist ein lange lebender König. Also das Spiel leitet einen so komisch manchmal durch die Gebäude. Du trägst das Zeichen. Sollen wir es hier nach Weißbrück schaffen? Deserteure und Banditen auf den Hauptstraßen. Monsterende. Lang lebe Radovid. Oh, ich erinnere mich an dich. Was darf sein? Ich will mich bis zum Rand volllaufen lassen. Und zwar mit billigem Wein. Liebeskummer? Geschäftspleite? Weder noch. Berufliche Gründe. Hm, nicht mal gelogen. Du müsstest aber im Voraus zahlen. Check ein und nicht leer werden lassen. Ich spiele die PS5-Version. Lang lebe der König. Ich kannte ein Mädchen, oh, höret mein Lied. Das war zwar ganz putzig, doch völlig frigid. Das zweite, das ließ wohl auf Orgien hoffen, doch kaum wurde es Abend, war's viel zu besoffen. Der Katakan hat's nicht gehört. Ich versuch noch eine Strophe.
Mich dreht's. Den auch. Das dritte hingegen, das machte mir Freud, so freundlich im Herzen und allzeit bereit. Was soll denn das? So eine vulgäre Rüpelei, diese Jugend von heute. Ja doch, schon gut, meine Güte. Du schon mal so am Drehen gewesen? Nee. Ich mag das nicht, wenn ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin. Ich spüre dein Blut. Komm raus und kämpf, du Schwein. Ich werde dein Blut trinken. Komm schon, spar dir den Scheiß. Hier bin ich. Hier drüben. Oh! Das ist ja gruselig. Sag mir, was du zu bieten hast. Wo ist der verdammte Katakan? Ich kann ihn hören. Gestern wurde wieder eine Leiche gefunden. Ausgesaugt bis auf den letzten Tropfen Blut. Nur noch Haut und... Ich glaube, die Doktorin verspätet sich, Nulls. Ganz ruhig. Ich kenne sie. Die kommt noch. Dann ein paar Schaufeln Schlamm und wir sind fertig. Er geht zur Hütte am Fluss. Verwesendes Fleisch, na geil. Wir hatten ja immer noch unsere Adrenalin-Wiederbelebung, also war nicht so knapp. Tatsächlich hätten wir auch hier das Katakan Mutagen bekommen. Und Dirgreit als Waffe. Auch eine geile Trophäe. Was kann die? Was kann das Schwert? Ah, fürchterlich! Schaut euch die Stats an! Was ist denn das, Digga? 3% Bonus-Erfahrung bei Humanoiden. Oh, wenn ich einen Mensch töte, dann kriege ich statt den üblichen 10 EP 10,3. Danke, Jungs! Also wirklich. Unerträglich! Naja, wenigstens ist das Ding wieder was wert, ne? Die ist 500 wert? Die Trophäe? Anscheinend je. Und die ist ein Tausender wert. Crazy. Je besonderer das Monster, desto mehr sind die, die Trophäen anscheinend wert.
Getötet. Ich habe das Monster getötet, das hier die Leute umgebracht hat. Ein Katakan hat in der Stadt sein Unwesen getrieben. Ist das wahr? Aber was in aller Welt ist ein Katakan? Ein höherer Vampir. Dies war ein besonders interessantes Exemplar. Wie kann so eine abscheuliche Bestie interessant sein? Sie mochte Alkohol und hatte ein stark übersteigertes Ego. Hauptsache, du hast dir den Garaus gemacht. Lass dich dafür loben, Hexer. Ist da noch ein Versteck zum Plündern? Bis dann. Oh, gleich ein Level up. 350 Kronen, das schmeckt. Kriech wieder unter deinen Stein. Ich glaube, der Schlüssel war hierfür, Chat. Das andere Ding ist noch zu. Es ist nur, dass man raus kann. Hier bleibt verschlossen. Leider. Manu. Ich glaube, da ist aber eh nichts drin. Da schläft sogar jemand. Mhm. So. Boxkampf, ne? Fliegende Fäuste. Novigrad. Da stand Schlüssel zum Versteck. Ja, habe ich ja auch gelesen. Aber das ist nur für die Tür. Wir sind ja von oben rein. Das ist halt für die Tür, dass wir wieder rauskommen, ne? Sonst wären wir ja da eingesperrt. Ihre und Heimatland.